Willkommen zur letzten Folge dieser Session. Wir sind unter dem Leuchtturm in einem Labor. Alle Assistenten der Stufe 7. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass sich einige von ihnen in ihrer Freizeit mit Testobjekten unterhalten haben. Ich erinnere sie daran, dass alle Versuche mit Teilnehmern an klinischen Testrennen, soziale Kontakte zu pflegen, einen Verstoß gegen Regel 47 dieser Einrichtung darstellen. Soziale Interaktionen stören die zerebrale Infusion und können verschiedene Probleme auslösen, sobald die Prozedur zum Abschluss kommt. Ich weise also noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie nicht mit den Teilnehmern sprechen dürfen und alle Selbstgespräche in Ihrer Nähe auf die Liste in Abschnitt 2.3 Ihrer Prozedurhandbücher beschränken müssen. Einen derartigen Blödsinn kann ich nicht länger dulden. Dr. Stewart. Na, da war noch was. Elektronisches Postsystem. Dr. Stewart, ich belästige sehr nur ungern, aber es ist schon wieder passiert, die Unterlagen 48, 51 und 55 sind verschwunden. Ich weiß, dass es Danielson und Peruto waren, ich weiß es ganz genau, diese beiden machen mir ständig Ärger und ganz gleich wie viele Beschwerden ich beim Büro einreiche, werden sie nie bestraft, nie. Sie und ich wissen beide, dass nur deshalb keine Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, weil der Onkel von Danielson mit der Tochter von Senator Colbert verheiratet ist. Können Sie das nicht unterbinden, tun Sie doch irgendetwas dagegen. Ich halte das nicht länger aus. Diese Vetternwirtschaft hängt mir zum Hals raus. Hallo Ratte, was passt dir es etwa nicht, wenn Leute ein bisschen Spaß haben? Na, wir werden ja sehen, wie es dir gefallen wird, wenn du auf der Straße sitzt und dir eine neue Arbeit suchst. Du hast den Falschen ausgemault. Hallo. Ich könnte mir vorstellen, wir lesen jetzt irgendwie gleich was, dass Desmond hier mitgearbeitet hat. Labornotizen. Mithilfe der Daten, die wir von den Forschern bei General Automatics am Ende des Robohirns-Projekts bekommen haben, ist es uns gelungen, das Verfahren der Suspension und Isolation von Gehirnen, das die Robohirne funktionsfähig macht, komplett nachzuvollziehen. Wir haben auf diesem Gebiet sogar einige interessante Fortschritte gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass wir durch Manipulieren der Zusammensetzung des biomedizinischen Gels eine Reihe von Wirkungen erzielen können, die bisher für unmöglich gehalten wurden. Dr. Stewart hatte offenbar recht, unter den richtigen Umständen behält das Objekt nicht nur seine volle geistige Kapazität bei, sondern kann im begrenzten Umfang auch Bilder und sogar Gedanken in andere Gehirne projizieren, sofern in der biomedizinischen Suspension die richtigen Bedingungen geschaffen werden. Einzelheiten dieses Aufbaus finden Sie in der Abteilung B von Forschungsarchiv 51. Dies hat weitreichende Folgen für Applikationen von der Schlachtfeldtechnologie bis hin zu Verhörmethoden in der strafrechtlichen Verfolgung. Man muss sich jedoch fragen, ob die jahrelange Isolation einer Bio-G-Suspension nicht letztendlich zu psychologischen Anomalien führen wird. Dieser Punkt ist einer gründlichen Untersuchung wert, sobald die Ziele der derzeitigen Forschung voll ausgelotet wurden. Obwohl sich unsere Forschung noch in der Frühphase befindet, hat uns Dr. Stewart mitgeteilt, dass Senator Colbert unverzüglich einen vollständigen Bericht über unsere Arbeit verlangt. Er will offenbar seinen Bruder, einen angesehenen Forscher, auf dem Gebiet der kognitiven Robotik in unser Labor schicken, um sich an unseren Untersuchungen zu beteiligen und uns bei dem Bericht zu helfen. Ich muss zugeben, dass ich unsere Arbeit nur ungern Leute außerhalb des Labors zeige, aber es ist noch zu früh dazu und alles ist noch sehr instabil. Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir sicher sagen können, dass die Technologie der kognitiven Übertragung zuverlässig arbeitet, geschweige denn, dass sie zur Implementierung bereit ist. Vielleicht kann Dr. Stewart die Ankunft von Professor Colbert noch bei ein paar Monaten hinauszögern. Das würde uns wenigstens mehr Zeit schaffen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Okay. Der war also nicht von Anfang an hier.
Danke. Danke. Warum kann ich das nicht nehmen? Hallo, Sir. Ob der eigentlich da rausgefahren kommen sollte? Oha. Wir können uns ja erstmal wieder ein bisschen heilen. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir zwei Sicherheitsabzeichen. Wahrscheinlich hätten wir die hier gebraucht, wenn wir hier mit dem Ghoul reingestürmt werden. Desmond. Alter, wie groß ist denn das Ding hier? Oha, das sind die Zellen. Ein Bleistift. Hallo, Sir.
Hallo, Sir. Moin. Okay. Ich weiß zwar, dass wir jetzt das Robot dafür eigentlich ansprechen sollten, aber ich würde doch gerne mal noch hier erkunden. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn das hier eine Forschungsanlage war, wo waren denn die Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter hier? Oder haben die nur tagsüber gearbeitet? Und B, hallo, Sir. Warum eine Anlage für einen Roboter hören? Wurden die hier hergestellt? Also wurden die aus den Menschen rausgenommen? Wahrscheinlich, ne? Und dann hier irgendwie drin steckt. Endlich ist es soweit! Desmond ist tot! Und Sie, mein Freund, Ihnen habe ich das zu verdanken! Stimmt. Ich wollte das mal klar machen, dass ich mich nicht rumschubsen lasse. Nun, etwas anderes hätte ich mir von Ihnen auch nicht erwartet. Und jetzt habe ich ein ganz besonderes Geschenk für Sie. Tod und Verderben! Gut. Was? Sie verraten mich? Verrat? Oh nein, Verrat ist etwas für minderwertigere Menschen. Sie haben lediglich jeden Nutzen für mich verloren. Und jetzt werde ich mich Ihrer entledigen. Na los, an die Arbeit. Ja, gehen wir ans Werk. Roboter, hierher! Dämliche Sau. Keine Bewegung. Keine Grund zur Beunruhigung. Dauerhafter Rechtsstand ausbauen. Wer ist sogleich wiederhergestellt? Kein Grund zur Beunruhigung. Recht und Ordnung werden sogleich wiederhergestellt. Wie sie wollen. Glaub mir, wenn ich sage, dass mir das hier keinen Spaß macht. Bitte in Deckung gehen, bis ach! Wo sind die denn alle hinmarschiert? Es ist schwerer zu treffen, wenn der Gegner so herum. Weglauft. So. Okay, dann wollen wir mal lieber das mitgeholfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie uns auch verraten hätte. Das gehört jetzt hin. Da unten liegt's.
Hey, wie haben wir die denn platt gemacht? Ich hätte gern diesen Schlüssel für diese Tür, verdammt. Nun gut, vielleicht bekommen wir den ja noch in der nächsten Folge oder so. Bis dahin, Spitze. Ah. Das gucken wir uns noch schnell an. So, nehmen wir uns das noch kurz zu Gemüte hier. Einmal schmutziges Wasser. Und wir sind genau hier rausgekommen. Oh! Was? Ach! Die Sau da hinten, ne? Da verbiese ich mich erstmal nochmal schnell. Na, na super. Oh! So. Bis zur nächsten Folge.